Mit denen kann ich eigentlich mittlerweile gar nicht mehr fliegen. Ich hatte es schon erwähnt. Wer weiß. Ich kann auch die Deutschen wieder nehmen. Weißt du ja. Ich kann die Deutschen nehmen, okay. Achso, ich muss ja wieder. Nein, ich bin nicht aufmerksam. Nee. Dann ist es kein Wortbrei, sondern ein Denkbrei. Das ist auch gut. Das ist schön. Kenne ich auch noch nicht, glaube ich. Das hat. Ich glaube, die haben wir sogar schon einmal gespielt. Also nicht Aufnahme, aber da warst du noch ein einziges Mal irgendwie was immer drin. Nebenbei. Ja, stimmt. Weil wir es in, glaube ich, Aufnahmen noch so selten gehört haben. Hm. Ich hasse diese Map. Ich hasse so viele Maps. Es gibt viele Maps, die ich auch mag, aber die hasse ich auch. Weil, keine Ahnung, man hängt immer in 12 Gegnern, die immer 30 Meter über einem sind, egal was für eine Steilkarte du hast. Hm. 30 Meter sind in dem Spiel gar nichts, ich meinte 300 Meter. Selbst das ist noch bewältigen. Ab 600 wird es dann ein bisschen was kritisch. Ab 700 dann sehr kritisch. Und ab 2 Millionen ist es irgendwie utopisch. Ich überlege gerade, ob man überhaupt unendlich hoch steigen kann hier. Ich bezweifle es irgendwie. In Arcade bin ich mir nicht ganz sicher, aber Höhenbegrenzungen hast du zum Beispiel in Realistic und Simulator auf jeden Fall. Ja gut, weil der Pilot einfach irgendwann abbittelt. Kollabiert, ja. Übrigens, ich hab deinen Rücken. Nein, lass meinen Rücken frei. Ich hab deinen Rücken. Das ist meiner. Gib ihn wieder her. Komm und hol ihn. Das ist eigentlich eine gute Aufgabe. Übrigens, schlechte Idee, gerade da reinzufliegen. Joa. Du machst dir gerade einen Turnfight mit einer A6 M3. Schön, dich gekannt zu haben. Kein Turnfight. Nö. Das ist ein Öltank. War ein Öltank. Mann. Hat sogar einen Erdschlag dafür gekriegt. Egal. War nur die F4-Trop. Die ist ja egal. Ich muss jetzt eine Jagd verfolgen, die unsere Jahr 2 verfolgt. Und das will ich nicht, weil unsere Jahr 2 nämlich die geilste Jahr 2 ist, die wir je hatten, weil die Schaden macht. Und Schaden ist Schaden und Schaden ist gut und gut ist Schaden und Käse ist Quark. Und First on a Track? Was ist das denn für ein komischer Auszeichnung? Rate mal, wofür das wohl gut ist. Erst auf der Schiene. Oder auf dem Boden allgemein wahrscheinlich. Also erst wahrscheinlich auf Ketten. Tracks sind keine Ketten. Tracks sind Panzerketten. Aha. Ich werde irgendwie verfolgt von irgendeinem großen Flieger. Sehe ich dich denn hier irgendwo? Ja, dann sehe ich dich in 4,5 Kilometern. Und das ist eine Jack 9. Ach, geil. Die dreht eigentlich auch so gut. 3 Kilometer. Ja, die Jack 9 hat mich jetzt voll im Visier. 2 Kilometer. Komm, ich schaff das noch. Irgendwie. Vielleicht. Das war's für mich. Huch. Okay. Ich hinterfrag's gar nicht erst. Aber wie einfach jeder meiner Teammates weggeflogen ist, ne? Mhm. Kameradenschweine. Du warst auch nicht der. Weil ich gestorben bin. Das ist nur ja, das kann jeder sagen. Nein. Sterben ist keine Ausrede. Sterben kann jeder. Ja. Nein, Base Storm. Lebt die Jahr 2 noch, die unsere Basis da gerade ein bisschen zerraped? Da oben ist eine B17 verreckt und zweite B17 wird angegriffen, okay. Weiß ich nicht, ich kann die Daten nicht schnell genug erfassen, was das denn machen würde.
weil ich heute so viel mit Zahlen und Daten und Gewichten und Ausmaßen um mich rumgeschmissen habe. Ich bin gerade gestorben, weil... Das war nicht mal ein Kill-Austausch. Der Kerl wäre verbrannt, aber nein, den Kill musste ja jemand klauen. Ich war ja tot. Ah! Game! Ein Kill, zwei Tode, das ist erbärmlich. Na, die Runde läuft schlecht. Reif für die Mäh. Runde läuft schlecht, das liegt teilweise auch an der Tatsache, dass ich eben momentan einfach die Deutschen nicht mehr gescheit spielen kann. Und wenn es daran nicht liegt, liegt es an der Tatsache, dass ich die Map auch nicht leiden kann, weil eben da immer so ein Scheiß passiert. Möglich. Da ich und bringen Flieger um. Hallo Biofighter! Ich verstehe nicht, warum du Broken Fighter genannt wirst, weil du gar nicht so broken bist. Ja, nicht hier, weil sie hier gefixt wurde. Schon damals. Was denn doch? Die überhitzt doch, glaube ich, recht schnell, oder nicht? Oder irre ich mich da? Nö. Ich? Okay. Richtig, ich kann ja kaum wenden. Ja, Grundprinzipien des Spiels. Da werden sie mir jedenfalls nicht. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Das war eigentlich... Ich weiß nicht, wie es von deiner Perspektive aussah, aber von meiner Perspektive war es gerammt. Nee. Wahrscheinlich Lag oder sowas. Ja, ich meine, wir haben uns nicht getroffen, das kann ich auch so sehen, aber es sah sehr gerammt aus. Oh, schau mal, da war eine R63 hinter mir, die einfach mich von hinten meinen Piloten rausgehauen hat. Ja, das ist sehr logisch. Die Japaner können sowas mit ihren unglaublichen... Oh, no, da bleibt keine Unend. Was weiß ich. Eigentlich können sie es nicht. Ja, Nadeldinger, ne? So, komm, Yu. Bring mich zum Sieg. Flieg und Sieg, Yu. Jetzt macht das sogar halbwegs Sinn. Also, halbwegs. Was sagt die Map? Die Gegner haben noch eine Basis. Da fehlt keine Basis mehr. Nun denn. Aber was du mir gesagt hast, was ich erst in der Aufnahme erzählen darf. Von wegen Experience für die Crew. Ich habe die ganze Zeit jetzt Russen Panzer gespielt und wollte die Panzercrew nicht upgraden, weil ich da keinen Bock drauf hatte. Und dann habe ich eben jetzt, keine Ahnung, vor 3-4 Tagen wieder auf die Flugzeuge zurückgewechselt und mal die Crews durchgeguckt. Mhm. Meine dritte Crew einfach mal so 750 Punkte zu vergeben. Wie viel Panzer hast du gespielt? Ich hab nicht so viel Panzer gespielt. Ja, ich meine 750, das ist schon eine Hausnummer. Man kriegt bei höherem Level auch mehr. Gut. Ich weiß ja nicht, bis wie weit du gekommen bist mit den Panzern. Nicht allzu weit, wenn ich ehrlich bin. Keine Ahnung, ich... Sonst gebe ich auch regelmäßig Punkte aus, das tun alle. Man hat es am Ende nicht mehr so stark im Kopf, aber jeder gibt Punkte aus, also. Ich hätte praktisch, würde ich Bomber spielen, hätte ich jetzt, glaube ich, auf einer untrainierten Crew 3 trainierte... Wo kam der Kerl her? Der hat mich direkt gerammt, der hat nicht mal geschossen. Der hat mich einfach direkt gerammt. Ich hab den nicht mal auf dem Schirm gehabt, meine Fresse. Ah! Egal. Ich hätte einfach 3 trainierte Schützen kaufen können. Ja, das hat auf jeden Fall was. Nein, hätte ich nicht. Ich hab vergessen, dass die ja, teuer werden. Ja. Das ist 420, 360, 480. Nee, 240 wollte ich sagen als erstes, nicht 420. Flugplatz zerstören, ja, Flugplatz zerstören. Wo bin ich eigentlich für Bomben dran? Welchen Flieger hast du? Pum, U785.
Bombe 250 und eine 500er. Ja, das ist die stärkste Waffenlast für die, soweit ich weiß. Ah, das sind nur Gegner, da will ich nicht reinfliegen. Ah. Alter, wie viele unserer Freunde sind tot? Alter, das ist nicht mehr normal. Ja, drei. Vor unserer Base hängen jetzt gerade 5-6 Flieger und kein Feind. Also kein Freund, meine ich. Dafür hängen bei denen auch keine Feinde. Ja, es ist trotzdem nicht allzu geil, wenn man hier, Und ein Abschusshilfe. Geil. Nee, Überlastung. Och. Bomben. Das war ausnahmsweise mal ein Kill. Wer hätte es erwartet? Kein... Keine Killhilfe. Wow, 10 und so weiter. 120 Lines. Du kriegst die Punkte zugeschrieben, wenn das Teil ganz kaputt ist. Dann kriegst du die restlichen Punkte. Okay. Also, wenn das Teil ganz kaputt ist, kriegst du praktisch deinen Prozentsatz an Punkten davon. Ah, gut zu wissen. Wenn gut. Das noch so ist. Ja, aber ich glaube, das war so. Das muss ich erstmal kaputt kriegen, ne? Wie lange spielst du die U87 eigentlich schon? Das kommt mir so vor, als hättest du die nie gespielt, wirklich. Ich habe sie selten als Bomber gespielt. Ah, okay. Die D5 ist doch wirklich gerade für Low-Tier einfach die beste. Ah, ich habe eine A6 wieder in meinem Arsch. Natürlich. Was auch sonst. Ich bin ja nur eine Focke. Ach, ja. Also, wie das Kreuz aussieht, kam mit der U jetzt neuerdings auch Level-Bomben? Nicht unbedingt. Ein bisschen halt auf Höhe halt. Außerdem kein Schimmer. Ich habe dieses starke Gefühl, dass wir langsam hier, dass ich so langsam hier ins Bedrängnis gerate, weil ich noch mehr Gegner hinter mir habe. Und bumm. Ab. Ja, ich hab schon wieder die Dings hinter mir. Awesome. Wie viel Schaden mache ich mit Düstung eigentlich? Vernachlässigbar viel, okay. Mit exakt 1000 Kilo an Traglast? Hm. Ah ja, Jagd 3, komm. Sonst noch irgendein Wunsch. Ich glaube, ich 7 oder 8 Mal anfliegen, ne? Weil sogar noch mehr, weil wir ja, naja, 2 hier drin hatten. Noch um einiges mehr. Ippa. You know what? Huh? Komme. Womit? Ach du auch. Nee, hier, fährt doch. Weißt du, was blöd ist? Pass auf, da unten sind recht viele Gegner. Was denn? 32 mal 50 ist mehr als 1000 Kilo. 1600, ja. Ach, ich hätte die mitnehmen sollen, weil es geht ja wirklich nur um das Gewicht, was drauf hält. Ich habe jetzt, nee, warte, ich habe... Nee, ich habe 2000 Kilo dabei, okay. Ich wollte gerade sagen. Dann ist doch alles wunderbar. Ich bin angeschossen. Abwerfen, abwerfen, abwerfen. Und den Kerl runterziehen. Ich fliege am besten eine Spirale runter. Bitte? Ich fliege am besten eine Spirale runter. Jo. Das ist schwerer zu treffen. Und dann, sobald du ganz unten bist, möglichst wieder hochziehen. Und so lange überleben möglichst, bis du die Bomben wieder hast. Ja, das wären noch 26 Sekunden. Wird schwierig. Ach noch, bist du lange nicht am Boden angekommen. Ja, aber... Da flühe Ding schon so rot-schwarz drohend. Ah, da kommt eine P63. Ja. Ja. Ach, sogar von einem Experimental Fighter. Aber schön, dass du den runtergezogen hast. Kein Problem. Ich habe dem jetzt ein Siebtel Schaden gemacht. Vielleicht. Okay.
Hey, ich habe natürlich Flugzeuge verloren. Das ist ja so lange nicht mehr passiert. Ja. Ich habe so ein hübsches Barbero hinter mir. Moment, ich bin gleich da. Ist eine Freundes-Barbero, so ist nicht. Ja, gut. Ja, aber hinter dir, 6,5 Kilometer. Ich meine, gut, kommt näher, weil du einfach langsam bist, aber. Und weil sie, glaube ich, leicht divet. Ja, die divet. Will ich nicht tun, weil. Nee, warum wohl? Ja, weil wegen Gegner, ne? Wir haben es gleich verloren, ich sehe schon. Scheiße. Statistisch gesehen. Ja, das ist alles erwartet. Ich meine, wir haben da unten noch Bunker, die ich eigentlich zerstören müsste, aber die Bunker zerstören würde auch am meisten Sinn machen. Ja, mach wie du meinst, ne? Bomben. Immer im nächsten Anflug. Wollen wirklich bis dahin noch hinfallen? Und das war jetzt eine ziemliche Distanz, aber gut. Die fallen bis dahin. Ja, bis auf 5000 Meter hoch, ja gut, das kann sein. Und der Kiefer 40 steigt, die zu mir will. Wie lange noch? Fast. Ich hab noch jetzt 4 Sekunden. Ah, geht doch. Und nachgeladen. Ja. Oh. Schade. War aber zu erwarten. Geht. Also was? Geht. Nein, ich will die noch nicht kaufen. Die kosten mir verdammt nochmal zu viel für das bisschen Geld, was ich gemacht habe. Mhm. Was denn eigentlich? Neues Flugwerk für die Focke Wulf A5O2. Achso. 13 mm Kanzelgeschütze. Sind jetzt schon was geiler, aber